Die Geschichte meines Freundes war sehr aufregend. Ich konnte den ganzen Vormittag nur an die Zeitmaschine denken. Als der Unterricht endlich zu Ende war, sind wir außer Atem zu ihm nach Hause gerannt. Wir haben uns die Zeitmaschine detaillierter betrachtet und neben den Druckknöpfen haben wir auch noch einige Regler mit verschiedenen Zahlen entdeckt. Wir sind darauf gekommen, dass man auch das gewünschte Datum einstellen kann. Ich hatte gleich eine Idee. Vorige Woche habe ich eine 5 in Deutsch bekommen, weil ich die Perfektformen der Verben nicht gelernt habe. Vielleicht kann ich das mit Hilfe der Zeitmaschine verbessern. Zitternd habe ich den Regler auf das Datum des fehlgeschlagenen Tages gestellt. Auf einmal habe ich mich wieder in der Klasse gefunden. Zum Glück habe ich am nächsten Tag die Verbformen gelernt und geübt, so konnte ich jetzt den Test ganz leicht schreiben. Als ich mit dem Test fertig war, hat mein Freund den Knopf wieder gedrückt. Im Nu waren wir wieder im Zimmer meines Freundes. In meiner Hand war mein Notenheft mit einer 1 in Deutsch, aber leider war die Zeitmaschine für immer weg. Das war die Geschichte über die Zeitmaschine.